Smartphone- und Tablet-Besitzer, aufgepasst! Rockstar Games hat ein neues Grand Theft Auto-Spiel für mobile Endgeräte angekündigt. Bereits im Dezember soll Grand Theft Auto San Andreas Mobile für Windows Phone, Android und iOS-Geräte erscheinen. Fans der Serie wissen natürlich bereits, hierbei handelt es sich nicht um ein neues Spiel, sondern um eine Portierung des Original San Andreas aus dem Jahr 2004. Zwar gab Rockstar Games noch nicht bekannt, wie teuer der Spaß wird, vermutet wird aber ein Preis von ca. 5 Euro. Auch wenn das nun alles nach einer richtig guten Nachricht klingt, GTA auf Smartphones und Tablets hatte bisher massive Probleme bei der Steuerung. Spieler merkten vor allem bei den Schießereien, das Game war für einen PlayStation-Controller optimiert. Ob San Andreas in puncto Steuerung massive Verbesserungen aufweisen kann, ist zwar noch nicht klar, wer möchte, kann aber immerhin einen Bluetooth-Controller verwenden. Dann spielt sich GTA zwar richtig gut, der Vorteil einer portablen Version, die man jederzeit in seiner Hosentasche mitnehmen kann, wäre dann aber dahin.